Starke Stimmen für ein starkes Gesundheitssystem. Professor Dr. Michael Hüther, Direktor Institut der Deutschen Wirtschaft, Köln. Was sind aus ökonomischer Sicht die Herausforderungen im Gesundheitssystem? Das Gesundheitssystem hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir zu wenig Wettbewerb im System haben. Wir haben ja in den letzten Jahren eigentlich immer eher Reformen gesehen, die nicht nach der Ausgabendynamik, sondern nach der Einnahmendynamik gefragt haben. Wer also das tut, sollte in jedem Fall den Wettbewerbsimpuls, der im ganzen System da ist, der aber stärker sein sollte, nicht schwächen. Wer also über Bürgerversicherung und Ähnliches nachdenkt, wer alles einebnet, der wird das nicht erreichen. Rechtfertigt die Forderung nach mehr Solidarität eine Radikalreform? Es gibt ja in verschiedenen Sozialversicherungsbereichen immer dann die Vorstellung, man löst alle Probleme derjenigen, die versichert sind, indem man den Kreis der Versicherten ausweitet. Das ist für sich genommen erstmal keine Lösung, sondern verändert ja zu einem gegebenen Zeitpunkt nur die Mitgliederstruktur. Und eigentlich erleben wir doch, dass das gesamte System aus dem Miteinander eines gesetzlichen Bereichs, eines privaten, funktioniert. Und dass man die gegenseitigen Impulse, vor allen Dingen aber auch die wettbewerbsstärkeren Impulse aus dem Bereich der privaten erhalten sollte. Aber kann der GKV-Beitragssatz damit nicht stabilisiert werden? Ausgangsfrage ist ja zunächst, darben die beitragspflichtigen Einnahmen? Das ist nicht der Fall. Die entwickeln sich pro Kopf so stabil wie die Einkommen pro Kopf volkswirtschaftlich betrachtet und sogar dynamischer als die Bruttolöhne und Gehälter. Wenn man dennoch was tun will, muss man wissen, was man damit anrichtet. Denn wer die Beitragspflicht erhöht oder ausweitet, löst ja Arbeitskostenprobleme aus. Und diese Arbeitskostenprobleme verschwinden nicht irgendwo bei den Unternehmen, sondern führen entweder zu Preisanpassungen, zum Verlust an Wettbewerbsfähigkeit oder direkt zu Mengenanpassungen, das heißt zur Arbeitslosigkeit. Wie wirkt sich die Bevölkerungsalterung auf das Solidaritätsprinzip der GKV aus? Dieser Solidarausgleich hat natürlich für sich genommen Belastung für die jüngere Generation und da die immer weniger werden, muss man fragen, ob das zukunftsfähig ist. Die private Krankenversicherung löst das Problem ja durch eine Individualisierung. Man zahlt am Anfang mehr Beiträge, als man an Risiko eigentlich zahlen müsste und dem Alter entsprechend weniger, als es dem Risiko entspricht. Insofern besteht die Solidarität darin, dass jeder für sich einer anderen, einer jüngeren, einer nachfolgenden Generation keine Lasten aufbürdet, sondern durch einen stabilen Beitrag im Leben dieser Alterung selbst Rechnung trägt. Woran sollte sich Gesundheitspolitik orientieren? Den Patienten und den Versicherten im Grunde die Wahlmöglichkeiten zu geben, die auch preissensibel werden zu lassen. Eigentlich müssen wir als Ökonomen erstmal fragen, stimmen die Anreize? Geht man mit dem Geld, das ja reichlich vorhanden ist, auch angemessen um? Und wenn das nicht der Fall ist, dann fragen wir immer, reicht der Wettbewerb?